So, wir sind zurück mit Hans Maulwurf und er ist in Wirklichkeit unser Onkel Steve. Du hast mich gefunden. You stand speechless. You looked very much like your father. Hä? Uncle, are you alright? So, der Onkel, nicht der Vater, was soll das? Yes, I'm alright, but you're fantastic. I'm very proud of you, Mike. Let me tell you what happened. Listen carefully. A month ago, I found a big rock in these ruins. I think you know the one. Er war einen Monat in diesen Ruinen. I decoded the cipher. It told me of an incredible story. On a faraway planet called Argonia, the Argonians battled evil aliens. Holy shit. The Argonians were all but destroyed. They sent their last escape pod to Earth. Mike, the rock you saw is the burned remains of that escape pod. And, jetzt wird's noch besser, the pod was carrying three powerful magic cubes. They are very important. The evil aliens chased those magic cubes to Earth and abducted me to get at them. Fast schon so ein Rap oder sowas. The story is complicated. Do you want me to repeat it? Nee, alles verstanden. Wir sind okay. The aliens forced me to reveal the location of the magic cubes. I'm ashamed I was too weak. Now they've taken them from the big rock. The magic cubes must have been sent to Earth for a reason. Yeah, motherfucker, in the ass. Mike, please gather back from the evil aliens. Yeah, 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 you respond bravely. I will go to the alien spaceship, gather back. Mike, leave me here. I'll be okay. Good luck. Yeah, that was the flow, motherfucker. Okay. Schluss mit lustig. Von Tropen, in denen wir bisher immer rumgelaufen sind, geht es nun weiter in ganz andere Regionen, denn wir kämpfen gegen böse Aliens, um eine ausgestorbene Rasse zu befreien. At last you arrived at the spaceship. Find the three magic cubes. Okay, dann wollen wir mal. Ja. Geht's wohl nicht weiter. Aber hier. Wir finden das geheime Raumschiff der Aliens und schauen uns mal ein bisschen um. Ja, um es mal vorwegzunehmen, diese Alien-Levels sind scheiße schwer. Ja, nicht, dass das Spiel bisher einfach war, also der Schwierigkeitsgrad des Spiels allgemein, ich glaube, das habt ihr bisher auch gesehen, ist nicht gerade sehr niedrig. Ach, scheiße. Ja, weg hier, mit dem Jojo wird das zu gefährlich und glaubt, da macht der Typ kurz Prozess mit uns. Ja, diese Pille da oben, das sind nicht etwa Drogen, sondern was viel härteres. Es füllt die Energie komplett auf, auch über die Herzen hinaus, die wir bisher haben. Allerdings büßt man die im Laufe der Zeit immer weiter an. So, hier ist ein Geheimgang. Und dort finden wir den Spike-Schuh. Sehr, sehr schön. So, diese Felder da sind Teleporter. Und ja, ich weiß jetzt gerade mal gar nicht mehr so, wo ist sie überhaupt. Oh, scheiße, Mann, die kosten richtig Energie. Ach, shit. Ich weiß jetzt gar nicht mal richtig so, wo es hier lang geht zum Boss. Das heißt, ich muss auf gut Glück hier mal rumprobieren. Und das kann ziemlich viel Energie kosten. Die Laserknarre, die ist sehr, sehr wichtig. Die hat gute Durchschlagskraft. Ja, scheiße, wesentlich mehr als unser Morgenstern. Und hat vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Reichweite. Und falls wir zu viele Herzen einbüßen, können wir die Laserknarre natürlich immer noch weiter verwenden. Und müssen nicht auf das Jojo zurückhalten. Ja, hier war ich gerade schon mal. Aber nichtsdestotrotz ist das hier im Moment unser einzigster Weg, bei dem wir weiter können. Und wir probieren einfach mal eine andere Abzweigung. Oh. Verdammt. Stormtroopers hier. Nervt wirklich wie so. Genauso wie ihr pinken... ja, scheiße, ey. Man, wie soll man darauf reagieren? Ey? Ihr habt doch nicht Reflexe wie... was weiß ich wer. Energie. 1
Stormtrooper. Weniger auf der Welt und neue Munition. Nehme ich natürlich gerne mit. So, versuchen wir jetzt mal hier. Ach man, ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch lang muss. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier im Moment mache. Scheiße. Oh Mann. Ich probiere lieber mal einen anderen Teleporter hier. Ah ja, ich glaube, hier müssen wir zu dieser ganzen Energie und so kommen. Scheiße. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich wirklich ein Problem, ey. Hoffentlich kommen wir da noch hin zu den Herzen und Medizin war da, glaube ich, auch noch. Nein! Ach Mann, so ein... Shit! Warum muss so ein Kack-Alien-Schiff überhaupt so viele Kanonen innerhalb des Schiffs haben? Die würden ja praktisch ihr eigenes Schiff selbst zerstören. Vor allen Dingen, wenn da noch hier so 3 Milliarden Stormtroopers sind, die dann das Schiff noch kaputt machen. Das ist doch... Naja. Logik, an Logik sollen gute NES-Spiele nicht scheitern. Sagen wir es mal einfach so. Ja. Den Energietank hier nehmen wir auf jeden Fall. Ach, Energietank. Geheimgang wollte ich sagen. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja. Und wieder in das Teleporter-Wirrwarr. Und diesmal werde ich, glaube ich, an dieser einen Stelle mit diesen 3000. Oh, das war knapp. Diesen 3000 Steinen da den anderen Weg nehmen, ich glaube. Boah, das war knapp. Ich glaube, das war schon der richtige. Oh Mann, ihr nervt, ey. Vor allem eure Farbe nervt. So, ich glaube, mit diesen... Ah ja, sind wir wieder hier. Und haben diesmal eine gute Abkürzung zu der Energie gefunden. Allerdings haben wir im Moment volle Energie, aber wir haben jetzt auch eine Medizin und hier war kein Geheimgang. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir haben eine Medizin und die könnte uns vielleicht nochmal den Arsch retten. Laserkanone. So, ich glaube, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Autsch. Ja. Eine sehr schöne Waffe. Mit dem letzten Tritt vernichten wir den Stormtrooper, der uns den Weg versperren wollte. Wow. Immer vorsichtig weiter. Von hinten, scheiße. Ja, da muss man schon echt Reflexe haben, wie so ein Nationaltorhüter oder sowas. Aber ich meine nicht Tim Wiese damit, denn der hat Reflexe wie ein 80-Jähriger. In der Nationalmannschaft spielt, weiß ich nicht, aber ich bin auch nicht Bundestrainer. So, das hier ist der Endgegner von diesem Level. Und der macht uns gerade richtig scheiße schwer zu schaffen. So, ich schluck mal lieber die Medizin. Und versuche dann diese Kerle hier mal Platz zu machen. Jawohl, einer ist down. Das macht die Sache nur noch halb so gefährlich. Und da geht der zweite down und wir haben es geschafft. Super. Super geil. Das freut mich riesig. So, nun sind wir in irgendeinem anderen Trakt des Raumschiffes gefangen. Und was es damit auf sich hat, werden wir die Würfel finden. Was hat es hiermit auf sich, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bleibt dran.